die Straße nach rechts und man kann nicht mehr. Nach rechts. Okay, nee, also warte mal, nach rechts. Nee, also das hier geht ja nach links quasi. Nach rechts geht keine Straße. Aber okay. Ich glaube aber, das hat er in dem Dorf auch gesagt, in dem Dorf davor eben. Wie hat er auch gesagt, irgendwie mit dem Weg? Dass man irgendwann nach... Irgendwie ja auch vielleicht, dass man nicht nach rechts fahren soll. Ja. Irgendwie sowas meine ich, aber ich meinte halt die ganze Zeit, ich habe hier GPS, irgendwie mein Telefon. Ja. Wie meint er, glaube ich, auch irgendwie rechts. Na gut, gucken wir mal. Sonst können wir noch jemanden nachher anhalten und fragen, ob das okay ist, die Straße, die wir fahren. Ja. Ja, die hat einen kleinen Tannenbaum dort. Genau, Tannenbaum, wie auch immer. Frohe Weihnachten! Feliz Navidad! Merry Christmas! Ja, wir sind in Mexiko, in den Bergen. Westlich im Bundesstaat von Puebla. Und ja, jetzt haben wir gerade Wasser abgefüllt. Ein bisschen eingekauft haben wir eben schon in dem Dorf davor. Wir fahren jetzt noch ein kleines Stückchen weiter. Gucken mal irgendwie wegen dem Weg, dass wir nicht nach rechts fahren, sondern nach links. Und dann suchen wir uns einen schönen Zeltplatz und feiern ein bisschen Weihnachten. Wie man das dann so kann bei 32, 33 Grad? Bei 34,5 Grad. Sehr gut. Uiuiui, gut warm. Okay, ja, gucken wir mal weiter. Campingspot gefunden. Da vorne ist die Straße. Hier haben wir jetzt schon die Sachen hochgetragen. Das meiste ist schon oben. Ein paar Taschen fehlen noch. Dann richten wir uns da ein schönes Weihnachtslager ein. Uff. Und genießen den Abend mit unseren Leckereien. Uiuiui. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es lohnt sich. Boah, werden hier nachher einen richtig geilen Sonnenuntergang haben. Camping hier. Der Aperitif ist fertig. Eine Guacamole mit ordentlich Avocados natürlich. Die sind hier halt mega günstig in Mexiko. Man kriegt ein Kilo Avocados für irgendwie 70 Cent oder sowas. Tomaten, Zwiebeln noch drin und jetzt dazu ein paar Tortilla-Chips. Totopos, Totopos de Mais. Die heißen nur irgendwie in Deutschland Tortilla Chips. Aber egal. Und dazu gibt es noch ein kleinen Drink mit Mangosaft. Sehr gut. Ja, der Aperitif. Gut.
jetzt die Feuerstelle vor. Ich habe mal ein bisschen alles quasi sauber gemacht, das ganze brennbare Material. Dann hier ein bisschen Wasser drumherum, die Metallunterlage. Dann kommt unser Hobo-Stove da drauf, der Windschutz. Perfekt, da drin wird jetzt Feuer gemacht und unten durch die Öffnung kommt quasi die Luft ran. Oben kommt der Topf rauf, Holz auch schon gesammelt. Was gibt es? Wir haben hier erstmal Zwiebeln und heute probieren wir neue Gemüse aus. Was meint ihr, was ist das? Ja, also sieht so aus, ein bisschen wie Physalis, wie riesige Physalis. Sieht wie riesige Physalis aus. Wenn man das schält, sieht das wie eine grüne Tomate aus. Und witzigerweise in Mexiko, die nennt man Tomate und die Tomaten, die wir so kennen, nennt man rote Tomaten. Und die Geschichte ist irgendwie so, nach Europa kamen die beiden Sorten quasi im 14. Jahrhundert mit Kolumbus wurden Tomaten, Paprikas, was noch irgendwelche Chilis und Kartoffeln. Chilis und Kartoffeln, alles mitgebracht. Aber die rote Tomate hat sich in Europa durchgesetzt und diese grüne Physalis war irgendwie komplizierter zum Anbau und deswegen kennen wir jetzt rote Tomate. Aber in Mexiko, wenn man von Tomaten redet, redet man von den Früchten und die tut man in alle möglichen Soßen. Und das probieren wir jetzt auch aus. Wir machen so eine Pasta mit Pilzen und Tomatensauce. Pilze mit Zwiebeln, boah, das duftet schon richtig gut. Es gibt Nudeln mit Champignon-Grüntomatensoße. Dann gibt es ein Radieschen-Apfelsalat und Guacamole. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Sehr gut. Pünktlich zum Sonnenuntergang.